Kabel dann. Ich glaube, das ist von Mini-USB auf Cinch. Das braucht kein Mensch mehr, ne? Und wenn ihr irgendwelche Sachen habt, die kein Mensch mehr braucht, ne? Wisst ihr, was ihr dann damit macht? Weg. Einfach weg. So, und das nächste Kabel. Kabel! Liebe Zuschauer, heute ein neuer Vlog mit vielen praktischen Tipps im Umgang mit Kabeln. Wenn ihr euch denkt, hä? Kabel? Ja, ich zeige euch jetzt mal, wie man hier Kabel sortiert, denn ich habe eine Kabel, oder wir haben eine Kabelkiste. Ich weiß, wir sind nicht da nochmal. Da. So. Ganz viele unordentliche Kabel. Man findet eigentlich quasi nichts. Und ich zeige euch jetzt mal, wie man die Kabelkiste so aufräumt, dass man nachher auch alles darin wiederfindet. Und was ihr dazu braucht, sind Kabelbinder. Macht ja auch Sinn beim Namen Kabelbinder. Am schlimmsten ist es echt, wenn man die Kabel hier, ich habe schon mal ein Kabel so ein bisschen rausgekriegt hier. Man zieht hier an so einem Kabel, kommt einfach alles mit raus und dann zieht man einfach mal ein bisschen. Und hofft, dass das Kabel irgendwann rauskommt. Wenn es nicht rauskommt, muss man fummeln. Ich hab fummeln gesagt. So, liebe Zuschauer, wenn ihr jetzt so ein Kabel habt, das ihr festtüdeln wollt. Tüdeln? Rumtüdeln. Da muss man so ein Kabelbinder rumtüdeln. Ein Kabelbinder sieht so aus. So, und zwar ist es eigentlich ganz simpel. Ihr nehmt das Band hier, wickelt das einfach so stumpf auf. Ein bisschen gucken, dass das alles ein bisschen vernünftig und ordentlich ist. So. Nicht so stramm, ne? Sonst kriegt ihr es nicht mehr um die Hand rum und die Kabel können auch brechen, wenn ihr es häufiger macht. Habt ihr hier so einen Knoll hier, Tüdelband hier, Kabelbinderzeug hier drum. So. Festmachen. Wisst ihr, nach fest kommt ab und nach ab kommt Arbeit. Ne? So. Fertig. Jetzt habt ihr so ein lustiges Tüdelband hier. Mist. So. Fertig. Sauber, kann man einfach draus greifen. Wenn ihr fertig seid mit der ganzen Scheiße, ne, dann sieht das ungefähr so aus. Hui. So, das heißt, wenn ihr jetzt ein Kabel sucht, dann müsst ihr trotzdem noch die ganze Scheiße auskippen. Aber ihr könnt es einfach so greifen. Total super, ne? Finde ich auch. Ja, das waren Lifehacks mit Florian. Oder so. Das Kabel, was ich eigentlich ursprünglich mal gesucht habe, habe ich nicht gefunden. Naja, aber wenigstens ist die Kiste jetzt hier aufgeräumt. Like, ne? Daumen nach oben, Kommentar da lassen, wenn ihr Fragen habt, wenn ich andere Lifehacks zeigen soll, zum Beispiel wie man Hackfleisch hackt oder auch Zwiebeln schnibbelt. Schreibt es da unten in die Kommentare rein. Ne? Viel Spaß.